für die Umge... Wir sind in der Hölle? Cool. Jetzt treffe ich alle, die gesagt haben, wir sehen uns in der Hölle. Hey Kumpel, warum musst du nachsitzen? Ketzerei, Doketismus. Doketismus? Der Glaube, dass der Körper von Jesus nur ein Trugbild war. Ist das noch angesagt? Haha, deine Ketzerei ist auf dem Konzil von Palermo vergeben worden. Oh, Schnauze, Schnauze, Schnauze. Huh? Wo ist dein Höllenausweis? Haut abziehen. Also, was wäre die angemessene ewige Qual für jemanden, der eine Bank ausgeraubt hat? Wie wär's, wenn man den Bankräuber zwingt, Geldsäcke zu essen, bis ihm der Magen platzt? Gut, das war sehr gut. Psychologische Qualen, Schmerz plus Angst. Oh, spürt ihr nicht alle, wie viel ergiebiger das ist? Ein Bonuskürbis für dich. Au! Das ist mir noch nie im Leben passiert. Ich stehe auf meine Lehrerin. Und hier unten können wir dem nachgehen. Ich habe ein Portal zurück zur Erde gefunden. Willkommen auf der Erde. Es ist 10.37 Uhr. Wir wissen, Sie haben freie Portalwahl, also vielen Dank, dass Sie sich für Burns Höllenport, betrieben von Gulf und Western, entschieden haben. Mom, Dad, ich will auf eine neue Schule gehen. Ich habe eine gefunden, wo die mich echt unterrichten wollen und ich will wirklich lernen. Homie, unsere Gebete sind erhört worden. Freu dich mal nicht zu früh. Es ist wahrscheinlich eine Privatschule, die $1 Million im Jahr kostet. Und also eins ist mir doch aufgefallen. Die Schule liegt direkt in der... Ich will nicht vorschnell urteilen, aber... Dann sag ich es, Marge. Sie ist in der Hölle. Im Inferno. In der Verdammnis. Arizona ohne die Golfplätze. Nein, wir haben hier Golf, aber alle Greens sind knifflig. Nein! Als Erzieher ist es unsere Aufgabe, die Leidenschaften ihres Kindes vorsichtig zu fördern. Der redet genau den Unsinn, auf den du immer reinfällst. Mom, bitte sag mir, dass ich zur Hölle fahren kann. Nun ja, wir könnten es ja mal für ein Halbjahr ausprobieren. Danke, danke, danke! Also Kinder, heute ist die Abschlussprüfung. Keiner von euch will die Klasse wiederholen, wie ein gewisser Schüler, den ich jetzt nicht bloßstellen möchte. Folter? Beelzebart, du fängst an. Und du wirst jetzt einen ganz besonderen Sünder quälen, den wir extra für dich vorbereitet haben. Homer, das ist mein Dad, ich kann ihm nicht wehtun. Ach Quatsch, ich will, dass du das tust. Was? Wieso? Warte, du warst in der Hölle und du bist als Sieger zurückgekehrt. Wie Jesus. Also komm schon, Junge, schlag mich weich wie Kartoffelpüree. Au! Nein! Au! Webster definiert in seinem Lexikon Erfolg als Erreichen der Ziele. Ist doch so, Webster. Das ist mir egal. Warum bin ich hier? Sie sind mit Schuld daran, dass man Albtraum jetzt mit B schreibt. Und nun einer, der hier richtig ist. Absolvent Summa Cum Hölle, Beelzebub Simpson. Welcher ist Ihr? Klasse.